schwer. Riecht dann raus, das ist ein Sauvignon Blanc, finde ich. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Aber ich finde, es riecht ein bisschen nach Holzfass. Keine Ahnung, kann komplett falsch sein, aber das ist meine Meinung. Und schmeckt auch, als wäre er im Holzfass ausgebaut. Schmeckt mir sehr lecker. Da es nicht dieses Einfache ist, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, aber hat was eher intensivere. Und das kann man auch richtig gut zum Essen trinken, würde ich mal behaupten. Ist jetzt nicht so ein Wein, den ich den ganzen Tag trinken könnte, aber abends irgendwie mal ein schönes 1-2 Gläschen Wein, jetzt nicht den ganzen Tag, sondern nur ein bisschen, 1-2 Gläschen, da kann man den auf jeden Fall trinken. Schmeckt mir sehr gut. Sauvignon Blanc, eine exotische Rebsorte, kommt eigentlich aus Frankreich, wird da auch noch größtenteils mit am meisten angebaut und auch in Neuseeland. Hat immer eine sehr expressive Nase. Ich finde immer, mir persönlich muss der Sauvignon, darf er nicht zu opulent werden, darf er nicht zu kitschig werden. Also der muss zwar die typische Frucht haben, wie hier sowas. Litschiges, Maracuja, darf aber auch gerne ein paar grüne Aromen haben, sowas Heuiges, Grasiges. Und dann wird er nämlich nicht zu sehr fruchtig und zu schnell sättigend. Und das ist mir auf jeden Fall gelungen, würde ich sagen. Der ist schön ausbalanciert, ist nicht zu sehr auf der Maracuja-Seite. Hat hinten am Gaumen einfach noch was Schönes, was zupackt. So was leicht Salziges auch. Und macht auf jeden Fall Bock zu trinken. Und ist auf jeden Fall auch mal was Cooles, um nicht nur Rieslingschorle zu trinken, sondern auch mal eine bisschen fruchtigere Schorle zu machen. Schluck ich auf jeden Fall. Sauvignon Blanc oder Sauvin Blind. Auch wieder aus der Kurfürstenkellerei. Ich weiß, da gibt es ja auch einen Liter Riesling dazu, das ist jetzt der Sauvignon-Pendant. Sauvignon ist eine Aromarebsorte, das heißt, die ist jetzt auch ein bisschen lauter. Und das Schöne dabei ist aber, das ist halt in der Literflasche, ähnlich wie beim Riesling, geht es halt auch darum, viel Wein, viele Leute, viel Spaß, deswegen halt großes Format, aber kann man hier auch wieder zur Schorle machen. Also wo ich auch keine Angst habe, mal mit anderen Rebsorten Schorle zu ausprobieren. Sauvignon ist vor allem im Sommer halt mega geile Schorle. Weil halt dadurch, dass es so eine exotische Rebsorte ist, die so viel Frucht mitbringt, ist das halt auch voll geil, weil man dann ein bisschen halt mehr so diese Maracuja-Schorle mit Alkohol quasi hat. Ja, ist geil, ist halt diese Sauvignon-typische Nase. Hat tatsächlich so Exotik, Maracuja-Flip, Mango, aber auch ein bisschen was Grünes, Grasiges. Also das auf der Wiese, nicht von der Straßenecke. Zieht sich super durch. Macht halt irre Bock. Geht halt im Mund voll auf, dann kommt da nochmal viel mehr die Frucht raus. Hat aber auch ordentlich Zug. Das ist nämlich auch schwierig bei Sauvignon, weil das halt eben so eine aromatische Rebsorte ist, dass sie nicht zu fett und behäbig wird, sondern da schafft man es dann tatsächlich auch halt irgendwie 4, 5 Gläser zu trinken, was ja auch die Idee ist, so eine Literflasche schluckig.